Mein Name ist der Heinz Klub. Ein paar kennen mich vielleicht. Und neben mir, das sind die Kampfkatzentrainer, ja, die auch andere Kampfkatzenstunden machen. Die habe ich heute alle eingeladen. Und jemand ganz kleinen, den stelle ich euch auch noch vor, das ist der Gimli. Wow. Hallo. Hallo Gimli. Da gibt es eine coole Geschichte und die lesen wir euch jedes Training vor. Okay, liebe Eltern, wir wissen alle, die Bewegungsmöglichkeiten unserer Kinder, die sind ja immer mehr und mehr eingeengt. Ja, Stress, Schule, ja, und so weiter. Koordinative Fähigkeiten, die sich früher ganz von allein entwickelten, die muss man jetzt ganz oft zusätzlich trainieren. In 10 Kursstunden verbessern unsere Kinder ihr Selbstvertrauen und ihr Selbstbewusstsein. Auch in puncto Muskelkraft können wir immer enorme Fortschritte nach nur 10 Stunden bei den Kindern feststellen. Ganz nebenbei erlernen die Kinder spielerisch Grundelemente aus verschiedenen Kampfsportarten. Zur Unterstützung, damit die Kinder das besser verstehen, wird zu Beginn einer jeder Stunde diese Geschichte gelesen von Gimli. Wo ist er, der Gimli? Da hinten sitzt er. Da haben wir da auch ein Buch. Das kriegen die Kinder dann auch, da komme ich noch mit drauf. Das sind 10 Kapitel drin, da verstehen die Kinder das Ganze, was wir da hier lernen, noch besser. Jedes Kind bekommt ein Kampfkatzen-T-Shirt, der Mani zeigt es jetzt, schaut her, ich habe auch eins, schau her, hinten, da sind so Katzen drauf, das kriegt er jetzt, Kind, und am Ende des Kurses kriegt ein jedes Kind das Buch im Wert von 12,90 €, eben diese Geschichte von der kleinen Katze, die eine Kampfkatze wurde. Dann frage ich die Kinder, seid ihr bereit? Ja! Gut, jetzt frage ich euch, wer kennt eine Katze? Wer hat schon mal eine Katze gesehen? Hand hoch. Ich habe 3 Katzen zu Hause. 2 Katzen, wer hat noch eine Katze zu Hause? Ich habe 3. Was ist mit denen 2? Halt, stopp. Hey, was ist mit euch 2? Was ist mit? Macht ihr mit? Macht ihr mit? Also dann zurück, schnell zurück. Okay, ist eine Katze schnell oder ist die langsam? Schnell. Aha, kann eine Katze gut hören oder kann sie schlecht hören? Gut, dann bin ich jetzt mal gespannt. Wir machen jetzt was, wir brauchen 4 Hütchen, blau, grün, gelb, rot. Die stellen wir an die Ecken hier und wir laufen um die Hütchen rüber. Jetzt passt auf. Jetzt will ich probieren, ob ihr gut hören könnt. Wenn ich pfeife, müssen wir sofort in die andere Richtung laufen. Andersrum laufen, ganz schnell. Anders drüber. Und wieder andersrum. Schnell. Andere Richtung laufen. Andere Richtung laufen. Jetzt bin ich gespannt. Wer traut sich mitmachen? Keiner. Alle weinen da hinten. Nein. Andere Richtung laufen. Schnell, in die andere Richtung. Andere, aber nicht zusammenstoßen. Aufpassen. Und Pause. Pause. Und die Eltern Ruhe bitte. Alle Ruhe. Hey, eine kleine Pause. Jetzt passt auf. Jetzt habe ich doch gepfiffen, jetzt muss man was machen. Jetzt gibt es noch ein anderes Signal. Ich schreie die Zahl 1. Wer kennt 1? Also ihr könnt alle schon ein bisschen zählen. 1. Und wenn ich 1 sage, dann müssen wir einen Froschsprung machen. So, quack, und laufen weiter. Probieren wir das mal. Ich sage die Zahl 1. Was machen wir? Ein Froschsprung. Jeder kennt. Einen Froschsprung. Einen. Nur einen Sprung. Lauf weiter. Und ich sage die Zahl 1. Wir machen alle einen Froschsprung. Achtung! Was haben wir gemacht beim Pfeifen? Oh! Ja, jetzt ja, beim Pfeifen machen wir was anderes. Beim Pfeifen haben wir gesagt, machen wir was anderes. Und die Zahl 1. Einen Sprung. Hopp. Und laufen wieder. Laufen.
Komm, 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 laufen, laufen, laufen. Lauf, lauf weiter, schnell. Auf geht's, hoch und laufen meine Beine. Oh, Mama Mia. Was war beim Pfiff? Beim Pfiff müssen wir andersrum laufen. Okay. Super. Pause. Pause. Hey. Alle hinsetzen. Alle hinsetzen. Ah, das ist schwierig. Ruhe. Hinsetzen und Ruhe wieder. Passt auf. Hey, das war schon ganz gut. Psst. Ruhe. Was haben wir jetzt machen müssen? Wir haben schnell reagieren müssen. Ich habe gepfiffen, andere Richtung. Ich habe gesagt, eins, ein Froschsprung. Jetzt machen wir nochmal was. Wer kennt die Farben? Wer kennt Farben? Wer kennt die Farbe? Rot? Oh, wo ist die rote? Wo ist das rote? Psst. Wo ist das rote Hütchen? Okay. Wo ist das gelbe Hütchen? Wo ist das blaue Hütchen? Der sitzt drauf. Wo ist das grüne Hütchen? Okay, jetzt bin ich gespannt. Ist gar nicht so einfach. Wir laufen rum und ich sage gelb und alle rennen zum gelben Hütchen. Wenn ich klatsche, müssen alle wieder laufen. Los geht's. Laufen. Wo ist das rote Hütchen? Rot, 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 schnell. Tempo, 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 Tempo. Halleluja. Die Eltern sind die Schlimmsten heute wieder. Gleich, wir machen Elterntraining nach der Stunde. Okay, Kinder, das war deutlich schneller. Und laufen. Blaues Hütchen. Blau, 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 blau. Gut, laufen. Und Tempo. Hopp, 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 hopp. Gelbes Hütchen. Okay, hey, das, jetzt war's super. So, jetzt passt auf. Letzte Übung, das ist wie ein Spiel. Das gelbe Hütchen heißt Sonne. Aufpassen. Haha, der hat schon gesagt. Gut, Feuer. Gras, okay, Feuer. Wasser. Okay. Was war das gelbe? Sonne, Feuer, Gras, Wasser. Laufen! Auf geht's! Mein Tempo jetzt! Oh! Jetzt bin ich gespannt! Gras! Ins Gras mit euch! Wo ist Gras? Okay! Feuer! Ja, wo ist jetzt? Wo? Wo ist Feuer? Hey, Feuer! Feuer! Wasser! Wasser, Wasser, Wasser! Schnell! Sonne! 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 Locker und so, und dann macht sie so irgendwie. Okay, und das, da gibt es ein paar Übungen natürlich. Wir sind natürlich Menschen, das wissen wir auch. Und die zeigt uns der Mani jetzt. Der Mani, der stellt sich da vorne jetzt hin und passt auf. Das ist der Mani, mein Freund. Und wir stellen uns jetzt hin, ich mache auch mit. Und die anderen helfen alle mit. Und er zeigt uns jetzt ein paar Katzenübungen. Wieso sind die Katze sich so bei ein bisschen herrichtet? Ganz schnell, Mani. Geh da hin. So. Also, hart. Das ist hart. Aber wenn es wieder geht, würde ich ein bisschen mit. Ein Bein davor. So, genau. Und das machst du super. Und stützt dich mal so. Und jetzt aus. So, ein Baby einfach so, oder? Oh, Hula Hoop. Ja, mach das. Aufpassen, was der Mani macht. Und zur Seite. Und zu Po. Oh. Und zur Seite. Ja. Und nach vorne. Und zu Po. Du musst schauen, was der Mani macht. Genau dasselbe. Schnell. Zeig mir, wie schnell du bist. Auf geht's. An die Nase. 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 Wo ist die Schulter? Auf die Knie. Und zu Po. Oh.
Zum Boden runter. Okay. Gut. Super, Kinder. Danke, Mani, das war super. Die Eltern haben das natürlich jetzt gesehen. Ja, die Kinder lernen da ein bisschen auch Körpererfahrung. Ja, das ist gar nicht so einfach für so kleine Kinder, ja, ganz schnell zu reagieren, was nachzumachen. Vor allen Dingen dann erst, wenn sie sehen oder dann, wenn sie die Augen geschlossen haben müssen. Gleichzeitig wird ein bisschen Balance, Gleichgewichtssinn da schon trainiert. Wie gesagt, dieses Programm, dieser Zehnerkurs ist gespickt mit solchen Übungen. Und die Kinder, die profitieren da wirklich super draus. Kinder, ich glaube, es ist wieder Zeit für ein Spielchen. Keiner lässt sich erwischen. Aufpassen! Ne? Komm! Da! Ah, den hab ich. Schnell rüber, du bist schwarzer Mann. Jetzt schaut her, der Mani. Der sollte jetzt mal so ein Fiesling sein. Jeder kennt so Fieslinge, die uns mal ärgern. Wenn uns jemand ärgert, was sagen wir denn da? Mach weiter oder hör auf? Aufhören! Wenn uns jemand immer tratzt, immer so, immer haut oder irgendwas macht? Aufhören! Ja, aufhören. Also ich würde sagen, hör auf. Also jetzt passt mir auf. Der Mane, der sollte jetzt mal zu mir irgendwas Blödes sagen und soll mir sagen, hau ab oder sowas. Wir spielen das mal jetzt. Pass genau auf, wie ich das mache. Komm, Heinz, was willst du da? Geh heim zu deiner Mama. Komm, hau auf. Hör auf, hör auf, hör auf, Mama. Mama, Mama, Mama. Oh, ah, okay. Das war ganz schön fies von ihm. Frage, hat der Mann jetzt Angst vor mir? Nein. Was habe ich denn gemacht? Habe ich eine laute Stimme gehabt? Nein. Ich habe so gejammert, gell? Habe ich mich groß gemacht oder klein? Okay, ich habe mich klein gemacht. Wo habe ich meine Augen gehabt? Meine Augen, habe ich zu ihm geschaut oder habe ich im Boden geschaut? So? Am Boden. Genau. Und da hat er natürlich keinen Respekt vor mir. Jetzt soll er mich noch mal blöd anreden. Ja? Komm mal. Heinz, du bist ja schon wieder da. Du sollst heimgehen, habe ich gesagt. Hör auf! Jetzt war ich natürlich so laut mit meinem Mikrofon, aber ich kann auch so ohne Mikrofon so schreien. Ja, ich kann sagen, hör auf! Jetzt, was habt ihr gesehen? Was habe ich jetzt richtig gemacht? Habe ich mich klein gemacht oder groß? Groß! Ich habe mich so groß gemacht, wie ich noch gerade kann. Ja, ich habe mich aufgepumpt ein bisschen. Und habe ich meine Augen im Boden gehabt oder habe ich ihm in die Augen geschaut? Okay, und meine Stimme, war die laut oder leise? Laut! Ah, okay, laute Stimme. So, und jetzt schauen wir mal, soll ich mal der Mani probieren, ob er euch beleidigen kann. Könnt ihr sowas aushalten? Ja! Und wenn der jetzt ein blödes Wort zu euch sagt, dann wünsche ich mir, ich traue mich's nicht jetzt, aber der Mani macht schon. Der ist jetzt schon der Fiesling, ja? Ich wünsche mir, dass ihr euch richtig gerade hinstellt, ihm in die Augen schaut und sagt bitte, dass er aufhören soll. Jetzt pass auf, ich muss mal schauen, der weiß immer so schon gescheh die Namen. Mal schauen, was er sagt. Hey, ich hab Windelträger, geht nach Hause! Gut, und stopp! Stopp! Ja, hey, wenn ich, pass auf! Ja, ja, aber wenn ihr hör auf, wenn ihr hör auf sagt, der Kleine darf jetzt wieder kommen. Jetzt darf er wieder kommen. Jetzt komm her, jetzt sind wir Freunde. Jetzt hast du schon gesehen, was die machen. Du musst sagen, hör auf, wenn der was Besseres sagt. So, jetzt pass auf. Und ich weiß, du kannst das. Hau mir richtig rein jetzt. Hey, ihr sollt kein Lied singen. Nicht so, hör auf. Sondern ganz kurz, hör auf. Jetzt schauen wir, ich mach mal mit bei euch. Mal schauen, ich stell mich mal hinten hin. Mani, sag nur mal was Blöds zu uns. Hör auf. Und Schluss. Sehr gut. Und nochmal, kannst du noch mal sagen? Hey, was wollt ihr heulen? Hör auf! Okay, gut, das habt ihr super gemacht. Wenn es dir nicht aufhört, was können wir denn da machen? Dann können wir zeigen, dass wir Kampfkatzen oder Kämpfer sind. Dann gibt es eine Stellung, schau mal, da hat einer schon was vom Boxen gesagt vorher. Und dann springen wir so in eine Stellung, einfach ein Bein zurück, die Fäuste halten wir so hoch.
Und jetzt werden wir gleich sehen, was das oder warum wir das machen. Die Fäuste oben und dann schreien wir einen Kampfschrei, der heißt Kiai. So ein Kampfschrei. Kia! Oder Kiai, egal. Glaubt ihr, dass ich das schaffe? Weil wenn er mich jetzt noch mal aufweckt, der Mann, der schubst mich noch mal weg. Ja, Heinz, du bist ja immer noch da. Hau ab! Kiai! Jetzt stehe ich schon so da. Und jetzt, spätestens jetzt, merkt er, dass ich Kampfkatzentraining mache. Weil ein Kämpfer steht so da, nicht so. Und die Stellung, die heißt nicht Schlafstellung, sondern die heißt Kampfstellung. Kampfstellung. Gut. Und der Mani wird jetzt mal ganz laut schreien, Kampfstellung, und wir springen mal alle in die Kampfstellung. Pass mir auf. Achtung. Pass auf. Und mit Kiai, mit dem Schrei. Kampfstellung! Und Kiai! Hoch die Hände. Kiai! Wir schauen zum Mani. Kampfstellung! Kiai! Oh, das schaut cool aus. Ich probier's noch mal, ob ich ihn verzwicken kann. Au! Wir versuchen euch jetzt mal an der Nase zu packen. Wir gehen einfach mal so hin und versuchen einfach mal euch die Nase zu zwicken. Und ihr müsst ganz schnell so machen. Ha! Und so, dass wir uns die Finger an euren Armen anhauen. Mal schauen, wen wir an der Nase erwischen können. Achtung. Und zack. Oh, bin ich erwischt? Oh, wir schauen. Oh, weg. Hopp, okay. Oh, schnell zu. Genau. Ganz schnell so. Und da. Da soll uns der Nikola jetzt ein paar Übungen zeigen. Und ich glaube, wir machen einen Kreis. Und jetzt soll der Nikola weiter erklären. Ein paar Übungen. Das ist ja total schwer. Konzentration, Junge, bitte. Wo ist denn der Gimli? Gimli! Ruf mal Gimli! Habt ihr gesehen? Da! Wo? Ah! Da ist er ja! Gimli, hallo, grüß dich! Gimli, was war denn dein größter Wunsch, wie du noch ganz schwach und ängstlich warst? Was war denn dein größter Wunsch? Wie wolltest du denn werden? Oh, ich wollte werden so schnell, wie du schon gesagt hast, wie ein Wiesel. Oh. Und so mutig wie ein Löwe. Oh. Und so stark? Und so stark wie ein Bär, weil der nämlich ganz viele Muskeln hat. Aha, also das war Gimlis größter Wunsch, flink wie ein Wiesel zu werden, stark wie ein Bär und mutig wie ein Löwe. Au. Und ich glaube, Gimli, du hast es geschafft. Und das habe ich geschafft. Du hast mir deine Geschichte schon erzählt, wie, auch wie du mit deinen Freunden gegen die Rattenbande gekämpft hast. Oh ja, da war das Kampfkatzentraining total wichtig. Aha. Weil alles, was ich da gelernt habe, hat mir ganz, ganz toll geholfen. Aha. Weil die Ratten, die waren nämlich ganz schöne Fieslinge. Aha. Aber mehr verrate ich jetzt nicht. Mehr verraten wir auch nicht vom Gimli seine Abenteuer, weil das erfahrt ja ihr beim Training. Genau. Gut, dann würde ich sagen, ihr habt es super gemacht. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit der Eltern, bedanke mich bei der Hilfe von meinen Trainern. Danke, danke. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft, dann hätte ich wahrscheinlich morgen kein Wort mehr rausgebracht. Und ja, bei euch bedanke ich mich auch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und eine Tradition ist es immer, Lena kommt mal zu uns. Einmal machst du die Lena, einmal der Mani, egal, oder einmal die Verena oder die Clara, ist egal. Immer wenn ein Training gut geklappt hat, dann gibt es am Ende des Trainings natürlich eine Belohnung, eine kleine Überraschung. Und die Lena, glaube ich, hat auch eine gute Überraschung dabei. Stärkungsbären, das sind nämlich Kampfkatzen-Powerbären. Manchmal gibt es auch Mäuse. Ja. Wenn wir Katzen sind, brauchen wir Mäuse. Und hier könnt ihr euch bei der Lena eine auch die Kinder, die hinten waren und sich nicht getraut haben, auch diese Kinder dürfen mit nach vorne kommen und sich einen Kampfkatzenbär holen. Kleine Katze schüchtern, du wurdest ausgelacht. Kampfkatzentraining hat dich stark gemacht. Bist flink.
und stark wie ein Bär, mutig wie ein Löwe.